Hallo, Teletubby zu Rückwinker, Schattenparker, Ü-Ei-Schüttler und Ödland-Mitbewohner. Falls ihr euch mal ein neues Camp aussuchen möchtet, dann wäre hier ein Tipp für euch. In der Nähe von Monago Umspannwerk MZ01. Und dies wäre das Camp. Es ist ein klein wenig heruntergekommen, aber man könnte hier richtig schön ein Raider-Camp rausmachen. Genügend Platz ist da. Wegen dem Schutt muss man wohl ein bisschen mit dem Teppich arbeiten. Aber dafür kann man hier was rausmachen. So richtig schön herrliches, dreckiges Raider-Camp. Yeah, für uns Raider. Sowas mögen wir. Aber wir wollen noch gucken, ob wir noch mehr finden können. Meine nächste Empfehlung für euch wäre jetzt genau hier. Zwischen dem Excelsior Musterhaus, Southampton Anwesen und Abbys Bunker, hier direkt an der Straße. Wenn ihr euch fragt, warum... Das wäre doch auch cool, wenn ihr so einen kaputten Truck mit Anhänger hättet, der in der Luft hängt. Also hier könnte man auch gut was rausmachen. Oder hier ein paar Meter weiter über dem Kraftwerk Thunder Mountains, wo ich meine markierte Stelle habe. Dieser hier, der umgekippte Trailer. Treibstofftank hätten wir auch immer jeden Tag. Mit den Schlingpflanzen drumherum. Umgekippten Grill und Stuhl. Das wäre doch eine interessante Location. Man kommt da nicht rein. Schade, sonst wäre es echt geil. Aber trotzdem könnte man hier schön drumherum was bauen. Und ab zum nächsten. Oder wie wäre es hier, in der Nähe der Baumhaussiedlung, Kirche der Zuflucht und Dire Chemicals. Und warum? Wegen diesem gestrandeten Schiff. Okay, hier habe ich schon zwei Sachen rausgenommen. Hat auch verstrahlte Fässer schon im Wasser. Wenn den Bauplan nicht hat. Oh, hier ist noch mehr. Das müsste doch auch interessant sein. Wasseranbindung, ideal. Und da vorne die Baumhaussiedlung ist und das andere ganze Zeug hier auch noch in der Nähe ist, kommen hier nicht so viele Gegner her. Hätte also ein interessantes Wrack, wo man hier drumherum bauen könnte oder dies mit einbeziehen. Oder wie wäre es mit The General Steakhouse und dem Roboco Forschungszentrum? Hier könnte man bauen und damit man nicht die Jungs da hinten ständig auf den Sack gehen, würde man hier unten bauen. Also unter der Brücke. Und Platz ist hier eine ganze Menge. Wenn man sich hier Mauern hinstellt oder die Böden,
Das ist mir auch sehr gut geschützt vor diesen Jungs hier, wenn die mal angreifen sollten. Hier oben hätte man auch noch diese zwei kaputten Autos, die man vielleicht mit dekorieren könnte. Aber wie gesagt, hier unten drunter wäre man sehr gut geschützt. Und wie groß wäre der Kreis? Ja, man kann sagen, wenn ich den einstelle, es sind beide Autos mit drin. Man könnte komplett hier unten drunter unter dieser Brücke leben. Hoffenweise Leuchtpilze, heißt also, ich kann mir genügend Radaways morgens zum Frühstück machen. Radaway zum Frühstück, das lieben wir doch, oder? Wir wollen mal sehen, was wir jetzt noch finden können. Im Canberry-Bereich, Steinbruch X3, verborgener Sonnenschein, Abrufstelle C2. Hier an der Straße, wir hätten hier einmal einen Schrotthaufen, den wir verhärten könnten. Und diese kaputte Hütte. Die Werkbank ist schon da. Wir können uns auch schön bedienen. Es ist schön ausbaufähig. Wenn hier jetzt eine richtige Hütte dran hängt, an dem kaputten Teil, hier könnte man seine Werkstatt reinsetzen. Das hat doch ein bisschen Charme. Hat auch gleich ein LKW vor der Tür. Und der auch noch offen ist. Oder kann ich hier bauen? LKW könnte ich mir auch nehmen. So, kriegen wir beides zusammen. Da ist die Hütte drin. Und da wäre auch noch der LKW drin. Das wäre es doch. Zwei zum Preis von einem. Schlägt man das gleich mit einer Klappe. Interessante Möglichkeit. Oder dieser Standort. Appalachia Antiques. Und hier ist Watoga. So, jetzt denkt ihr erstmal, ja, man kann erstmal hier unten bauen, aber das ist es nicht, was mich hier reizen würde, sondern, wie ihr sehen könnt, könnte ich hier oben bauen. Munition, Waffen werden hier jeden Tag Bruderschaft. Also man könnte hier was von den Boss Leuten machen, falls sie doch irgendwann mal kommen. Versprochen ist es, aber wir wissen noch nicht wann. Also da könnte man hier echt gut was raus machen. Verteidigung ist teilweise schon da. Müsste man nur noch ein bisschen verstärken. Man kann hier oben auf der Straße bauen. Und hier unten drunter vielleicht Wohnbereich. Oder die Kommandozentrale. Wie wär's damit? Das könnte interessant werden. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt nur ein paar Meter weiter. NAR, Lyperia, Watoga. Werden sie es noch bereuen. Zu einem hätten wir hier ihn hier, unseren Kumpel.
Plünderer. Hey, bist du auch auf der Suche nach Schätzen? Ich glaube, heute ist dein Glückstag. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Karte lesen soll. Willst du sie haben? Her damit. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Viel Spaß beim Graben. Danke. Und eine Schatzkarte bekommen. Wenn du nicht richtig hinschaust, nicht nur hier dann entgeht dir das, wenn du suchst. Sondern hier drum. Es kann sein, dass ich das vielleicht irgendwann schon mal vorgestellt habe. Aber wenn man hier so als kleiner Biber hier bauen möchte, der Sprengstoffkiste. Ich mag den Nebel. Das hat was. Selbst bei Dunst sieht man schlechter. Wie gesagt, hier drunter, wenn man da baut, die Roboter sind da vorne beschäftigt mit ihrem Patrouillengang. Und einer R da vorne, die sind auch beschäftigt, dass man hier also jetzt muss ich noch eine relativ Stunde warten, bis es warm wird. Gemütlich leben könnte. Und es lässt sich hier was Interessantes rausbauen. Und wie gesagt, hast du nicht gehört? Die Leute sagen, hier gibt's überall Gold. Warum stehst du mit dem einen Fuß also in deinem Dreck drin? Ah, ist egal, aber dieser zumindest Ort hast du mir die Karte gegeben. Potenzial. Wie er gesagt hat, dieser Ort hat eine Menge Potenzial. Aber ein Ort möchte ich noch zeigen. Welcome to Foundation. Ja, hier müssen wir jeden Tag hin, wenn wir unsere Dailies alles da machen wollen. Schatznotizen, Staatsnotizen. Aber hier kann man nicht bauen, sondern geht um was anderes. Eine andere Stelle. Wir rennen hier zu der Station. Du hast das Gold! Ich wusste, du schaffst es. Hier können wir immer noch nicht bauen. So, und jetzt versuche ich mal ordentlich zu laufen. Hier geht es, glaube ich, noch nicht. Oder? Doch, ab hier können wir schon bauen. Da hinten nicht, aber ab hier können wir bauen. Also, auch wenn meine Füße jetzt hier ein klein wenig dieser Hochbahn feststecken, man hat hier erstmal einen schönen Ausblick über das Ödland. Man ist beim Foundation und hätte also hier einen sehr guten Schnellreisepunkt. Und hier oben hat man ganz sicher ein ruhiges Leben vor Gegnern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch einen Platz gefunden für euer nächstes Camp. Und dann viel Spaß, guten Loot. Schnelle Scorepunkte, keine Bugs. Und bis zum nächsten Mal. Ihr mich auch.